klassische Beziehung, das ist für uns langweiler gemacht. Das ist das, was wir kennen, was wir vorgelebt haben, bekommen von unseren Eltern, so die Zweierkisten, die entweder 3 Jahre dauern oder 7 oder 20 oder für immer. Ich persönlich finde, das Problem ist, wir werden heutzutage zu alt. Oder? Das Ehe-Ding, das hat extrem gut funktioniert, wo man mit 40 tot umgekehrt ist. Und jetzt werden wir inzwischen irgendwie, was weiß ich, 90. Und alles geht schneller, oder? Der Mensch entwickelt sich viel schneller, ist viel flexibler, bewegt sich über die Welt. Und das Zweier-Ding soll immer noch Bestand haben. Und an dem scheitern sehr viele Leute. Und das ist auch verständlich. Die offene Beziehung ist wie, man lebt zwar in diesem Zweier-Set ab, hat aber nebenbei noch Geschichten. Und in dem Sinn offen, weil es wirklich offen ist. Es gibt da die verschiedensten Abmachungen, dass man es eben sagt, dass man es nicht sagt. Aber eigentlich ist es wie, man hat eine Homebase, wo man zusammen ist und man schwärmt immer mal wieder aus. Die erste Ding ist immer, ja, es funktioniert super. Und wenn man ein bisschen reingeht im Gespräch, merkt man wie, okay, der eine will es ein bisschen mehr als der andere. Und der andere macht es aber mit, um den Partner nicht zu verlieren. Und insofern ist es schon nicht wirklich, dass es beide gleich wollen und es ist nicht ganz auf Augenhöhe. Und darum glaube ich persönlich nicht daran. Fernbeziehung, das ist natürlich etwas Cooles, weil man kann dann unglaublich viel reingeben in die Projektion. Man kann wirklich so durch die Woche oder Wochen kann man sich so vorstellen, wie der andere ist und kann sich so den anderen in den schönsten Farben malen. Und dann trifft man sich relativ kurz und da gibt es wie beide Varianten. Entweder, dass man sich dann so am Riemen reisst, dass es wirklich noch gut ist. Das ist das eine. Und dann gibt es aber auch das andere, dass man dann wie, ich sage jetzt, etwas 3 Tage miteinander hat und die ersten 2 muss man durchstreiten, um sich wieder irgendwie so ein bisschen finden. Gemacht ist man dafür, wenn man eigentlich nicht so viel Alltag zusammen will. Wenn man eigentlich wirklich mehr die Sehnsucht will und das Belangen und das Vermissen. Wenn man in dem sich wohlfühlt und dem etwas abgewinnen kann, ist das eine super Variante, weil dann hat man wie ein so kleines eigenes Leben, so das Alltagsding und kann sich punktuell aufeinander freuen. Das kann auch etwas so Schönes sein. Das ist Friends mit Benefits, das ist eine moderne Geschichte und es ist auch so ein, man will eigentlich ein bisschen beides. Man will sich eigentlich anschmiegen und zusammen Pizza essen und zusammen Netflix schauen. Und gleichzeitig will man zusammen Sex. Und das ist so ein bisschen der Mischding, ohne das allzu verbindliche. Also es soll wirklich auf einer Oberfläche bleiben, wo es vor allem Spass macht und nicht zu schwierig wird. Ich glaube, das kann schon funktionieren, wenn einem wie klar ist, was hat man für Ansprüche, wenn man auch offen ist und einem anderen wie sagt, hey, schau, für mich ist es das und klar deklariert. Also, bis wo soll das gehen? Und nicht der eine das Gefühl hat, ah, das ist jetzt der Einstieg in eine feste Beziehung und für den anderen ist es wirklich so ein bisschen eben, dass es locker und flockig bleibt. Dreiecksbeziehung, also Dreieck ist ja schon wieder sehr langweilig. Ich stehe ja extrem auf die Serie, auf die amerikanische, wo so die Mormonenfamilien mit einem Mann und 4, 5 Frauen. Das ist so mein Lieblingsding. Ich finde das noch spannend, weil eigentlich funktioniert es ja rein theoretisch, kann es ja wie nicht funktionieren. Es übersteigt irgendwie das Vorstellungsvermögen, dass man da irgendwie eine, die 4 oder 5 Frauen ist. Und trotzdem gibt es Paare, die das irgendwie offensichtlich in den Griff bekommen. Und was ich spannend finde, ist, und ich glaube, darum funktioniert das auch, der Mann hat regelmässig Sex mit wechselnden Partnerinnen. Also es würde jeder Mann in der Theorie super finden. Und die Frau ist eigentlich konstant eifersüchtig. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Mix, der noch eine gute Grundlage für eine längere Beziehung ist, weil es dann einfach nicht so einschläft. Aber ob es gesund ist, rein emotional, glaube ich nicht. Ja, jung mit alt, ich weiss auch nicht. Eben, klassisch ist, der Mann ist ein Stück älter, die Frau ist jünger. Es scheint irgendwo zu funktionieren. Also die beiden scheinen sich irgendwas zu geben, was es auch immer ist. Man sieht ja da nicht wirklich in fremde Beziehungen rein. Und
als umgekehrt. Das kann funktionieren. Es kommt extrem auf die Leute drauf an. Ja, ich lebe mit einem jüngeren Mann. Insofern ist es super.